Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Stappenbach, in Stappenbach-Krimi. Ja, das war's. Das war der letzte Rest von Schipfstammfest. Ich meine, ich habe meine Flächen jetzt alle gedüngt. Ne? Ja, guck mal, wir haben da nur eine Düngestufe drauf, das ist ja gar nichts. So ist es alles gedüngt. Ich bin überall einmal drüber gefahren. Die Wiese müssen wir dann im nächsten Ingame-Tag nochmal düngen. Wenn wir denn Zeit dafür finden. Ja, werden wir Zeit für finden. Wie sieht man das dann auch? Für Abflug. Wir haben ein bisschen was vor. Oh, ich hab aus der Sinn gehupt, ne? Nee, macht das Radio wieder aus. Ja, heiter werden. Sollst du das nicht ausmachen? Oh, jetzt macht ihr das nicht aus, oder was? Das kann ja heiter werden. Ein Moment. So, jetzt geht's weiter im Text. Ich darf das Radio nicht anhaben, aber du kannst in der Innenansicht mit den Tasten, wo du das Radio mit dem steuerst, kannst du hier hin und her gucken, ne? Das ist gar nicht dann so cool. Weil, ja, ne? Ihr kennt es ja. Der Gamer sagt dann irgendwann, oh, dann zu Svenny, du machst da Mucke an, lass das mal lieber sein. Deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen, ne? Also wir könnten eben noch fix den Düngerstreuer voll machen oder lassen wir das eben sein. Komm, später machen. Sind wir Hans Dieter. Diese schicke Feine, wenn du dazwischen Schlepper lang gehst. So bringen wir den Düngerstreuer eben hier wieder hin. Okay, ne? Nee, jetzt sitzen wir leider nicht. Aber ich glaube, den konnte man auch gar nicht hier auf diesen Hof so platzieren, ne? Den haben wir geschickt. Ne, den will ich doch gar nicht. Wir brauchen den, aber ich bin echt am Überlegen, ob wir uns einen Weidemann kaufen. Aus dem ganz einfachen Grund, wir haben da nicht so einen Stress. Ja, so, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier so ein bisschen klar Schiff machen. Das nützt nichts. Aber ich wäre echt für einen Weidemann. Noch haben wir so ein paar Euro, ne? Gebrauchen wir ihn so oder so. Da kommen wir nicht drum rum. Da muss man auch ganz ehrlich sagen. Deswegen müssen wir gleich mal gucken. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das auch alle mal so klappt, wenn es klappen soll, weißt du? Jetzt sehen wir eben zu, dass wir das Zeug hier aufgeladen kriegen, wenn es geht. Ihr kennt das, LS17 und Big Packs. Ach, da waren nur 100 Liter drin. Ja, schön. Wir laden ihn trotzdem auf. So. Junge, da geht ja schon wieder gut los. So, wir fahren mal eben den Wagen an der Seite, sonst bringen wir uns um. Ja. Das Schild muss auch Colli haben. Ganz ehrlich, ey, das läuft ja schon wieder richtig nicht gut. Entschuldigung. Junge, Junge. Nix hat Colli, aber das Schild, ne? Das muss dann ja mal eben eine Colli haben. So. Könnte ja auch laufen, ne? Also Chili Vanilli. Vorne immer im Stück vor. Kaufen wir, glaube ich, einen fixen Weidemann. Das macht sonst keinen Sinn. Das ist wieder nur Quälerei. Stellen wir aus. Mach mal hier. P wie kaufen. Der ist unter Kompaktlader, ne? Nein, da ist er nicht drunter. Telelader? Da ist der Weidemann. Den brauchen wir. Ohne Extras? Ne, mit Extras. Gerätekamera kaufen.
So, dann brauchen wir dafür aber... Boah, ein Spießkind, nee. Jetzt mal eine Palettengabel, dass wir die aufladen können. Ne? Dann haben wir schon mal wenigstens ein bisschen was geschafft. Weil irgendwie müssen wir jetzt Gemüse ja auch aufladen. Ich wollte den eigentlich... Okay. Also manchmal... Seht's mir nach. Manchmal ist das so. So. Oh, oh. Unser neuer Wedemann. Brauchst du auch was zu tun. Dann laden wir ihm fix die Dünger-Big-Packs auf und bräuchten noch so ein bisschen die Losche. Fahrrad gefahren zum Docken. Muss mich jetzt mal ein bisschen sammeln. Aber war gut. Ja, hat Spaß gemacht. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Beim letzten Mal war ich tot. Diesmal hat es schon besser geklappt mit Fahrradfahren wieder. Ne? Wenn du da lange nicht mehr gemacht hast, ist er auch nicht immer so einfach. Ne? So, wie ist es? Aber wie gesagt, jetzt wollen wir eben fix den Dünger aufladen. Das nehme ich schon mal zum Hof. Aber ich würde vorschlagen, wir machen mal eben ein Bildchen. Damit ihr auch wisst, worum es geht. So, jetzt kann man hier nicht schnell laufen mehr. Okay, ging mal, ne? Jetzt geht's irgendwie nicht. So. Tuduk. Tuduk. Ja, die klappt ja gar nichts. Und die klappt ja der richtig gut. Nee, geht er nicht wieder mit? Doch, aber... Junge! Ja, das geht ja schon wieder gut los. Jetzt spackt der alte Big Pack da drinnen rum. Ey, Krechenaffen. Ein Problem vor uns. Äpfel, nein, Nufi, Äpfel, Düngerstreuer mit Gemüse. Chaos voll und pur, ne? Ja, ist normal. Ja, da gewöhnt man sich mit der Zeit an. 12. und 20er, das ist so viel. Es ist hier so auf dem Kanal, hier ist immer Chaos pur. Aber da kann ich ja gar nichts für, dass das hier Spackelins gibt. Guck mal, da bin ich ja nicht mal dran schuld. Noch Dünger da. Kollegas, weg da, ich hab einig. Schon eine schlechte Laune. Nichts funktioniert, wie es funktionieren soll. Jetzt sind wir schon. Ja, lad doch mal eben ein. Danke. Ich fahr nochmal zurück. Vielleicht können wir jetzt was laden, ne? Stoppenbacher, die sind hier nur an Spazifizieren, ne? Das ist nicht normal. Ich glaube, die haben auch keine anderen Hobbys. Dann kommt bloß in den Kurven hin. Ich glaube, das ist kein Business. Deswegen lass das mal nicht mehr. Weil wenn kein Business ist, ist nicht so günstig. Weil dann können wir uns das nicht so leisten und dann ist das auch ganz gut. Lass uns jetzt erst zusehen, wenn wir den Dünger da wegkriegen. Ich glaube, dann hängen die Drillen im Hinter. Und vorne noch eben so weg.
so sein. Und wir auch Ruhe haben. Ich stand doch da eben nicht so schief. Ich bin doch nicht blöd. Wir sind doch da eben lang gefahren. Sagt man nichts, ich sage halt auch gar nichts. Echt. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ja. Ich spack bestimmt auch gleich wieder fest. Wir haben, glaube ich, nicht so schöne Backpacks. Das war ja Glückssache. Das war Glückssache. Aber wir haben das Tool hier gar nicht dran, ne? Okay, ich dachte, ich hätte das konfiguriert. Dann kannst du nämlich sehen. Und die Palettengabel gerade steht und dann nicht. Weil das ist das nämlich einfach. Schon drauf. Den nehmen wir auch noch mit. Es geht ja halt darum, dass wir immer was an Hof haben. Wenn wir mal nicht zeitig da sind, hier beim Händler, dass wir trotzdem was haben. Weil der Händler hat ja Öffnungszeiten. Deswegen sicher ist sicher, immer was an Hof zu haben. Denn jetzt sind Waldemann hier im Weg. Wir brauchen auf jeden Fall zur Vorsicht nochmal viel Saatgut Big Picks. Nehmen die auch mit zum Hof. Dass wir die haben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay, die haben wir auch. Die laden wir eben mal auf. Dann holen wir gleich die Drillen, machen die noch voll. Dass wir da auf jeden Fall safe sind. Nicht, dass wir hier mal nur. So ist der Plan. Ja, aber das klappt ja auch immer so tippitoppi. Nicht. Drop. Grundversorgung am Hof, wie gesagt, die Drillen machen wir voll. Dann können wir auf nächsten Moment. So, so cool. Gedüngt haben wir alles. Ja, musst du passen. Wenn du keine Aggression hast, dann kriegst du bald Aggression. Wenn das immer so klappt, wie es klappt, bin ich ja tippitoppi zufrieden. Wenn du
Das klappt nämlich gar nicht. So, den müssen wir da auch wieder zwischenquetschen. So, wenn wir nachher Probleme am Ablocken. Bitte drop. Ja, so ist das im Leben. Irgendwas ist immer. Irgendwas klappt auch nicht immer, aber manchmal klappt es so. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, ihr wollt nichts mehr verpassen von dieser ganzen Bande der Malheure, die ich immer so verzapfe, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen. Ja, jetzt hat er den wieder festgesperrt. Nein. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.